Formstriche, die, wie der Name schon sagt, der Form folgen und die dazu beitragen, dass ein Gegenstand plastisch aussieht, sind für Anfänger wahnsinnig schwer durchzuhalten, weil die dann irgendwann anfangen, die Striche immer gerader zu machen und dann schaut das Ganze natürlich nicht mehr aus wie irgendein runder Gegenstand, sondern man merkt genau, dass da irgendwas falsch ist. Und das Gleiche bei runden Gegenständen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Zwiebel habe, dann können Anfänger irgendwie das nicht durchhalten, dass sie eben von einem bestimmten Punkt aus die Linien so biegen, wie man sie in Wirklichkeit sieht, sondern die machen das dann irgendwann so. Und das Problem ist, dass die das selber nicht erkennen können. Mir ist das früher auch so gegangen. Und da setzen jetzt unsere Transparentvorlagen an. Die habe ich auch benutzt, um eben das zu lernen, wie das richtig geht, weil man da die korrekte Form erstmal abnehmen kann von einem Foto oder von einer Zeichnung. Und dann kann man das Ganze üben, so lange, bis man es auswendig kann. Und deswegen ist bei der Lernkarte so eine Transparentfolie mit der richtigen Zeichnung dabei. Die könnt ihr dann entweder durchdrücken mit Kohle oder mit Graphitpapier oder aber ihr könnt sie auf euer Blatt übertragen mit einer Methode, die ich euch jetzt im Video dann gleich zeige. Herzlich willkommen auf dem Wunderhof bei Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa und auch bei diesen Lernkarten, die wir ganz speziell für Anfänger entwickelt haben. Ich bin Effi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und das hier sind meine Assistenten Pedro und Rosa. Und was es mit diesen Lernkarten auf sich hat, das zeige ich euch jetzt. Okay, für dieses Motiv braucht ihr einen Zeichenkarton, 4 Bleistifte in den Härten 2H, HB, 2B und 4B und ein Radiergummi. Da ist vielleicht so ein Knetgummi nicht schlecht, weil den kann man auch ganz spitzig machen und kann ganz gut radieren damit. Wenn ihr das nicht habt, tut es auch ein normaler Radiergummi. So viel wollen wir nicht radieren. Genau. So, dann schauen wir uns mal an, wie man die Zeichnung mit Hilfe dieser Transparentvorlage jetzt aufs Papier kriegt, ohne dafür Kohlepapier oder Graphitpapier zu nehmen. Ihr nehmt euch den 4B, schreibt euch auf die richtige Seite irgendein Wort drauf, ich schreibe jetzt richtig drauf, und dreht dann das ganze Blatt um und fahrt die Linien auf der Rückseite mit dem 4B nach. Der 4B deswegen, weil das der weichste ist und der am meisten Graphit abgibt und deswegen so ähnlich funktioniert wie in Graphitpapier. Und es macht auch nichts, wenn die Linien so ein bisschen schief wären, das ist überhaupt nicht schlimm. Bei einer Zeichnung kann das alles ein bisschen unregelmäßig sein. Wichtig ist nur, dass die große Linie stimmt. Und der Vorteil, wenn ihr das so macht, ist natürlich, dass ihr da schon diese Formlinien übt, dass ihr da auch so ein Gefühl dafür bekommt, wie man das Ganze angeht. Und wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, dann ist es ungefähr so, als hättet ihr das Ganze auswendig gelernt. Dann könnt ihr das mit Sicherheit nach ein paar Mal auch probieren, das Ganze freihändig zu zeichnen. So, und dann drehen wir das Blatt wieder um und legen uns das auf unser Zeichenpapier drauf. Und damit es nicht verrutscht, ist es sinnvoll, dass er das vielleicht ein bisschen festklammert. Ich halte es jetzt gut fest. Ich habe das schon öfter gemacht, aber aus Erfahrung weiß ich, dass wenn man das noch nicht geübt hat, dass das leicht verrutscht. Okay, und dann fahren wir jetzt mit dem 2H, das ist der härteste Bleistift, fahren wir jetzt unsere Linien wieder nach. Und dann drückt sich die Zeichnung auf der anderen Seite durch
Und zwar so, dass das nur so ungefähr ist. Ne? Ihr müsst jetzt da hinterher schon noch hergehen und das Ganze nochmal ein bisschen nachzeichnen. Aber ihr habt auf jeden Fall so eine grobe Zeichnung schon mal auf eurem Papier. So, und bevor ihr das jetzt abnehmt, kontrolliert ihr, ob ungefähr alle Linien drauf sind und erst dann nehmt ihr das Blatt weg. Das Gute bei dem Transparentpapier ist übrigens, dass selbst wenn ihr jetzt was vergessen hättet, ne, dann könnt ihr ja jederzeit, weil ihr ja durchschauen könnt, könnt ihr das nochmal drauflegen und könnt halt das Restliche nochmal korrigieren. So, und jetzt nehme ich den HB und zeichne einfach da, wo die Konturen vielleicht so ein bisschen blass geworden sind, zeichne ich nochmal leicht die Konturen nach, dass ich sicher bin, dass ich alles ungefähr drauf habe. Und mehr soll diese Transparentvorlage soll eigentlich gar nicht sein. Weil ich möchte schon, dass ihr mit der Zeit lernt, das natürlich selber alles zu machen. Aber so beim ersten Mal fand ich früher das ganz hilfreich, weil ich habe das genauso gelernt, wenn ich einfach die Konturenzeichnung schon mal richtig gehabt habe. Dann habe ich das Gefühl gehabt, okay, ich verstehe jetzt, wie zum Beispiel diese Rundungen laufen müssen. Oder bei den Zwiebeln, da ist es ganz besonders wichtig, ne, dass diese Linien, dass man die richtig hat. Und das habe ich durch das Abpausen damals gelernt. Ja, und jetzt ist es eigentlich bei dem Motiv wirklich leicht. Ich möchte jetzt, dass das eine blaue Vase wird. Die Tasse soll weiß sein und die Zwiebeln sollen braun sein. Und wenn man das jetzt in Schwarz-Weiß fotografieren würde, dann wären die blaue Vase, das wäre praktisch das Dunkelste. Die zwei Zwiebeln sind ein bisschen heller und die weiße Tasse ist natürlich am hellsten. Und die muss ich dann an der Seite, wo sie beleuchtet ist, muss ich die durch den Untergrund ein bisschen abheben. Das bleibt weiß. Und dann muss ich da ein bisschen mit Grau das Ganze abdecken, damit die Tasse weißer rauskommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ich jetzt als erstes mache, ist, dass ich jetzt mal grundsätzlich die dunklen Gegenstände, dass ich die mal gleichmäßig einfärbe und dass ich bei der Tasse schon mal ein bisschen den Schatten setze, der in die Tasse reinkommt. Und dazu nehme ich jetzt den HB, das ist der hellste Bleistift. Und ich fülle jetzt, wie gesagt, einfach mal meine Gegenstände mit einem grauen Ton aus. Meine Art zu schraffieren ist immer, das so schräg zu machen. Und wenn man den Bleistift relativ flach übers Papier drüber zieht, dann sieht man auch die Striche fast nicht, sondern dann wird es eine relativ gleichmäßige graue Fläche. Bei der Vase werde ich da so ein bisschen Spitzlichter aussparen, damit man halt sieht, dass da ungefähr das Licht auftrifft. Ihr könnt gerne auch andere Arten zu schraffieren ausprobieren. Ihr könnt Kreuzschraffuren machen, ihr könnt Kringel machen. Das sieht alles interessant aus. Und da ist natürlich der persönliche Stil ist da ganz wichtig, dass man den mit der Zeit rauskriegt. Und jetzt, wenn ich ungefähr die Farbigkeit oder die Schwarz-Weiß-Farbigkeit ein bisschen festgelegt habe, nehme ich den nächststärkeren Bleistift, den 2B, und fange an, die Dunkelheiten nochmal zu verstärken. Und jetzt fange ich auch an, Licht und Schatten auf meinen Gegenständen stärker darzustellen. Das heißt, hier in dem Bereich muss es sehr viel dunkler werden, ne, weil da das Licht nicht hindringen kann, dann wird es da ein bisschen heller,
da ist es wieder dunkler und auf der Seite ist insgesamt der Krug sehr dunkel oder die Vase sehr dunkel und wird da ein bisschen heller und da wird es dann schon wieder ein bisschen dunkler. Was ihr auch machen könnt, was ich aber normalerweise nicht mache, weil ich lieber Striche sehe bei einer Zeichnung, das ist, dass ihr mit einem Pinsel oder mit einem Wattestäbchen oder auch mit einem Papierwischer, die gibt es auch zu kaufen, dass ihr hergeht und das Graphit an der Oberfläche mit einem Pinsel so einreibt. Dann verschwinden die Striche und ihr kriegt eine ziemlich glatte Oberfläche. Das ist, wie gesagt, mir persönlich ist es zu künstlich, weil ich lieber die Striche sehe. Aber es ist völlig in Ordnung, wenn euch das gefällt, dass ihr das macht. Na, ihr könnt auch versuchen, das Ganze mit dem Finger zu verwischen. Dann wird das noch gleichmäßiger vom Grauton her. Aber das ist absolut Geschmackssache, da kann man jetzt nicht sagen, das ist falsch oder das ist richtig. Genau, ja, und jetzt mache ich die Zwiebeln genauso. Ich schattiere die halt, wie man eine Kugel üblicherweise schattiert, dass die eben im Schatten dunkler ist. Und ich achte natürlich auch darauf, dass die Zwiebel auf die hintere Zwiebel einen Schatten wirft. Das heißt, die vordere Zwiebel ist ein bisschen heller, und dahinter ist die andere Zwiebel ziemlich dunkel, also fast so dunkel wie eben dieser Spiegel auf der Vase. Und falls ihr übrigens beim Ausfüllen jetzt mit dem Bleistift, falls ihr da diese Formlinien übermalt, könnt ihr natürlich später hergehen und euer Transparentpapier wieder auflegen und halt die nochmal durchdrücken. Dann wisst ihr wieder ungefähr, wo die laufen, weil die Formlinien sind halt für die Zwiebeln das absolut Essentielle. Oder aber ihr zieht es jetzt schon relativ dunkel nach und schattiert dann drüber, das funktioniert auch. Bei den Zwiebeln habe ich jetzt gerade vergessen, dass ich das Licht freilasse, weil natürlich da auch, ähnlich wie auf der Vase, das Licht auftrifft. Aber da kann man ohne weiteres das Ganze nochmal ein bisschen wegradieren. Und dann ist das Problem auch gelöst. Und bei der Zwiebel ist auch noch eine Sache zu beachten, und zwar der helle Tisch reflektiert im Schatten auf die Zwiebel und macht, dass die da unten wieder ein kleines bisschen heller ist. Dass der Schatten unter der Zwiebel ist sehr dunkel, auch die Zwiebel insgesamt ist auf der linken Seite dunkler, wo kein Licht hinkommt, aber da unten wird es wieder ein kleines bisschen heller. So, und wenn wir jetzt das alles von der Farbe her ungefähr festgelegt haben, das, der hellste Gegenstand ein bisschen dunkler und das am dunkelsten, dann kann man jetzt anfangen mit dem 2B, wenn man fest aufdrückt, mal diese Formlinien zu ziehen. Und die sind jetzt gerade bei Stillleben mit so zylinderförmigen Gegenständen oder mit runden Gegenständen, machen die natürlich das Ganze dreidimensional.
Ihr müsst da bloß immer aufpassen, dass ihr diese Konturen nie ganz außenrum zieht, sondern gerade wenn wir jetzt dann im Schatten vielleicht die Kontur ein bisschen verstärken, dass er die zwar schon zieht, aber dann sofort dagegen ein bisschen schattiert, sodass die Kontur letztendlich durch das Schattieren entsteht und dass eben dann nicht irgendwie so ein dicker schwarzer Strich außenrum geht, weil der macht sofort den Gegenstand flach. So, und jetzt haben wir eigentlich schon ganz grob das Hell und Dunkel fertig. Was jetzt noch fehlt, das sind die ganz großen Dunkelheiten. Und das ist eigentlich immer das, was den Reiz von der Zeichnung ausmacht, dass man halt alle Töne von fast schwarz bis weiß in der Zeichnung drin hat. Und die dunkelste Stelle von meinem Bild, da nehme ich jetzt eben den 4B, die ist ungefähr da auf der Vase, wo das fast schwarz ist, im Schatten, wo auch noch die Zwiebel sich in der Vase spiegelt so ein bisschen. Und die Dunkelheit, die lege ich jetzt als meine Referenz fest, genauso wie da unter dem Gegenstand und auch hier, wo praktisch überhaupt kein Licht hinkommt. Und anhand von diesen Stellen überprüfe ich jetzt meine ganzen anderen Bildteile und schaue, wo es vielleicht nochmal so dunkel ist, wo ich vielleicht noch Zwischentöne brauche, um das Ganze auszugleichen. Und ja, das ist eigentlich so die Hauptarbeit jetzt im nächsten Abschnitt. Auch da ist es richtig, richtig dunkel, wo die Tasse einen Schatten auf die Vase wirft. Und nach unten hin wird das Ganze ein bisschen heller. Und hat da wieder so einen sanften Übergang. Und auch die Tasse ist an der Stelle im Vergleich jetzt wieder noch ein bisschen dunkler. Und so muss ich halt jetzt ständig hin und her schauen. Auch da muss ich noch dunkler werden, merke ich. Da muss ich noch dunkler werden. Das ist auch viel zu hell. Und so taste ich mich jetzt Schritt für Schritt letztendlich vor. So, und bevor ich jetzt meine endgültigen Linien ziehe, mache ich immer Folgendes, vor allem bei Zylindern. Ich drehe das Blatt um und schaue, ob das von der Seite alles richtig ausschaut. Und dann merke ich schon, dass da das zu flach ist und dass der Schatten ein bisschen weiter rauf muss. Und der ein bisschen runter muss. Und genauso da merke ich, dass das vielleicht ein bisschen zu hoch ist. Und das kann ich jetzt, wenn es auf dem Kopf steht, kann ich das leichter korrigieren. Genau. Und dann stelle ich das Ganze jetzt mit dem 4B halt fertig, wo ich glaube, dass eben noch Dunkelheiten fehlen oder ja, wo vielleicht noch irgendwelche Formstriche hin müssen. Aber vom Prinzip her
ist es ab dem Stadium von der Zeichnung her eigentlich fertig. Ja, und wenn ihr jetzt zufrieden seid mit eurem Stillleben, was ich sehr hoffe, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr das Ganze mal noch mit anderen Medien ausprobiert. Weil natürlich durch die Übung wird das Ganze immer leichter und man kriegt halt auch ein bisschen ein anderes Gefühl für Licht und Schatten. Und zwar habe ich euch einmal ein Beispiel in Kohle mitgegeben und einmal mit Rohrfeder, Pinsel und Tusche. Das führt euch schon ein bisschen zum Thema Malerei hin. Und damit bin ich beim Ende angelangt von diesem Video. Ihr seht, dass das Stillleben echt nicht schwierig ist. Und ich hoffe natürlich, dass ihr jetzt Lust habt, das Ganze dann auch in Farbe auszuprobieren. Und freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Bis bald!